Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Folge. Ja, der letzte Sommertag ist da, ich bin nochmal zurückgelaufen und hat irgendeiner was von Tollkirche gesagt. Ich habe noch ein bisschen gesammelt unterwegs. Wo sind sie denn jetzt? Da. 404 haben wir. Also ich habe noch ein bisschen unterwegs mitgenommen. Ein paar Bären habe ich auch gesammelt. Wo sind sie denn? Da, 230 Bären sind es geworden. Guck mal, Alvins Trinkschau, fast kaputt. Ja, ich würde sagen, wir haben ein bisschen was gefunden. Lasst uns doch mal... Ne, warte, ich tue erstmal die normalen Bären hier ins Lebensmittellager. Und dann wollte ich nochmal gesagt haben, weil ich habe letztes Mal das erst mitten... Ja, was heißt mittendrin, aber da haben wir schon ein bisschen gespielt. Vielleicht hat der eine oder andere das weggeskippt. Nochmal bedanken für die ganzen Kommentare, ne, bei den Videos. Oh, wir müssen erstmal dringend was trinken, sehe ich gerade. Also da, wart ihr wirklich sehr, sehr fleißig gewesen, ne? Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben. Falls das untergegangen ist am letzten Video. Und dann, ich weiß ja, es gibt so ein, zwei Leute, die warten noch darauf, dass Red Dead weitergeht. Das werde ich dann ab nächster Woche weiter aufnehmen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, weil ich jetzt die Videos dann nur noch montags bis freitags online stellen werde. Dann habe ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit. Vor allem jetzt, ihr wisst ja, ich bin im Einzelhandel, wo jetzt auch die... das Weihnachtsgeschäft halt angelaufen ist, ist das immer alles ein bisschen stressig. Dementsprechend kommen die Videos jetzt zur Zeit von Montag bis Freitag dann. Vielleicht werde ich es in Zukunft auch so lassen. Mal schauen, wie sich das so einpendelt. Dann kann ich aber am Wochenende in Ruhe für euch ein bisschen was aufnehmen. Und da wollte ich nur, dass ihr da nochmal Bescheid wisst. Jetzt gucken wir mal, wir wollten ja hier vergiftete Munition herstellen. Gift. Jetzt muss man erstmal Gift herstellen. Andere Tränke. Gift. Eimer mit Wasser und hölzerne Fiole, okay. Da müssen wir da mal nachschauen. Ach ja, und wir müssen noch zu unserer Holden. Das dürfen wir heute auf jeden Fall nicht vergessen. Wir wollen endlich mal heiraten. So, Fiole. Haben wir schon freigeschaltet. Wir brauchen Bretter dafür. Ja, toll. Das heißt, wir müssen zu unserer Stube kommen. Dann gehen wir erstmal... Moment. Wir nehmen noch... ein paar Stämme mit, dann können wir auch Bretter herstellen. Dann klappt es auch mit den... das Brennholz können wir noch rüber tun. Dann klappt es auch mit den Brettern später. Wo waren sie denn jetzt? Da, Holzstamm. Oh, unser Lager ist voll, sehe ich gerade. Alter Schwede. Nehmen wir mal 10 Stück mit. Unser Lager ist voll, das gibt's ja gar nicht. Wieso ist denn unser Lager voll? So viel haben wir doch gar nicht an Zeug. Okay. Ja, gut zu wissen, dass es voll ist. Moment. Nee, verkehrt so. In die Richtung müssen wir. ja. Da war wohl unser Holzfäller fleißig gewesen, würde ich sagen. Na, wir müssen auch nochmal ins... Theoretisch ins... apropos Leben. Wir müssen was essen, ne? Ja, komm, wir gehen jetzt erstmal nach Malvina. Zu Mathilda. Da müssen wir noch Alvins Trinkschlauch reparieren. Dann gehen wir uns ein paar Bretter herstellen. Und ich hoffe, so lange reicht noch unser... Nahrungsbalken. Und dann werden wir was... Ja, ist auch der letzte Tag der Jahreszeit. Nur eine Kleinigkeit essen dann. Weil wir werden ja eh wieder aufgepimpt, wenn wir dann im Herbst dann schon sind. Das ist das erste... War das erste Jahr eigentlich schon... Nee, doch, wir mussten doch schon mal Steuern zahlen, ne? Wir sind im... Genau, Jahr 2, okay. Nee, wir hatten schon ein Jahr sogar durchgehabt, okay. Ja, kannst du mal sehen. Die Zeit rast wieder. Nicht nur im Real Life, auch hier. Ah, das Jahr ging aber auch wieder schnell um, ne? Vor allem mit Corona dann, wenn man immer noch eh die ganze Zeit zu Hause war. Also ich finde, die Zeit, wo man zu Hause war, die ist wie im Flug verflogen. Das ging richtig schnell um. So, jetzt heiraten wir erstmal, würde ich sagen. Hallo, meine Liebe. Da bist du ja. Ja, ich bin wieder da. Romantik. Ja, Romantik? Oh, wir müssen... Oh nein. Have a good day. Willst du mich jetzt verarschen? Das stinkt. Wir müssen da vorne mal ins Bächlein. So, warte. Oh, Mathilda? Mathilda, wo bist du denn? Ah, sie kommen erst. Heute mal später angefangen, ne? Jetzt habe ich zu schnell... Okay. Ich kann ihn reparieren, soweit ich das beurteilen kann. Wird es nicht besonders schwierig, aber mir fehlt etwas Material.
Was brauchst du? Vielleicht kann ich es besorgen. Ein paar Stück Leder sollten reichen. Die Wälder hier sind voller Wild. Denkst du, komm her? Okay. Sicher, wie schwer kann das schon sein? Ich komme mit jedem Leder zurück. Ja, wie schwer kann das schon sein, wenn man auch schwer spielt, ne? Und schon fast von einem Fuchs getötet wird. Alvin war das, ne? Hirsch, zwei. Also wir müssen zwei Hirsche Wildschweine... Oh, die laufen alle weg. Leder, vier Leder. Na toll, dann müssen wir auf jeden Fall zwei Hirsche was jagen. Jetzt gehen wir aber erstmal schnell ein Bad nehmen. Das war ja alles relativ gleich weit weg, ne? Geh mal nach da links. Wenn wir Glück haben, können wir da sogar direkt noch ein bisschen Schilf mitnehmen, also Stroh. Je nachdem, wo wir da auskommen. Im kleinen Flüsslein da, da kann man sich ja nicht waschen. Müssten mal so einen Waschschuber, müssten wir dann auch mal bauen, ne? Sollten wir dann auch machen, wenn wir jetzt gleich mal ein paar Bretter hergestellt haben. Da kommt aber immer was dazwischen, ne? Malvina, stell dich doch nicht so an, ey. Ah, Mist. Da steht eins und wir... Ah, Mann, ich hab's nicht gesehen, ne? Ja, gut, jetzt läuft es ewig. Komm, wir gehen uns da mal waschen. Toll, Schwein und Reh. Wir müssen auf jeden Fall dann Rehe töten. Schweine schaffen wir noch nicht. Oder wir müssen das Gift jetzt zuerst herstellen. Mann, ey, immer diese unvorhergesehenen Sachen, ne? Immer wieder was anderes. So, einmal waschen. Gut, wir sind sauber. Sehr schön. Dann können wir schnell zurück zu unserer Angebeteten. Mit Jagen wird hier nichts sein, glaube ich. Das eine Reh haben wir ja jetzt verscheucht. Ein anderes kann ich gerade nicht sehen. Doch, da war ich glaube. Ne, sah nur so aus. Okay. Da ist nichts. Doch, cool. Was sah ich denn da? So, Vorsicht, Razimir. Leise sein. So, heb dein Köpfchen bitte wieder. Bogen schon mal spannen. Halt still. Oh, das war ein guter Treffer. Nein, der war daneben. Oh, Mann. Gibt's doch nicht. Bleib stehen. Blödes Vieh. Ja, genau. Kreuz mich ein bisschen. Dann kann ich in Ruhe den Bogen jetzt hier spannen. Freie Sicht. Razimir, du bist so langsam, wenn du den... Nein. Mist, ey. Wo ist es? Da. Warum müssen denn hier so viele Sichthindernisse sein? Mein Gott, ey. Ausdauer haben wir auch keine mehr. Ist das nicht am Verblut? Das müsste schon längst verblutet sein bei dem Kopftreffer. Ätzend. Ätzend. Jetzt sind wir relativ nah dran. Spannen nochmal schnell. Ja, Treffer. Sehr gut. Pfeilverwehr? Nein. Ah, jetzt ist auch erst am Bluten. Wieso denn eben nicht? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Schrei nicht so rum. Ey, immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Aber jetzt ist es wenigstens langsamer. Jetzt können wir in Ruhe... Geht doch. In Ruhe zielen. Mein Gott, was für ein Aufwand wieder. Guck mal, die ganzen Pfeile im Hintern. Wie ein Stachelschwein hier fast. So. Ey, der Pfeil rollt weg. Hallo. Meiner. Hey, gibst du mir den Pfeil wieder? So, geht doch. Geht doch. So, wie viel Leder haben wir denn jetzt bekommen? Ich habe nicht drauf geachtet. Mach mal J, glaube ich. Alvin. Ein Leder fehlt jetzt noch. Okay. Und ein Hirsch dementsprechend. Also ein Hirschchen müssen wir noch machen. Da ist doch schon eins. So, heb dein Köpfchen nochmal bitte. Danke. Oh, das war ein guter Treffer. Komm, Razimir, schneller, schnell. Hä, wo? Wie buggy war das denn jetzt? Den haben wir nicht getroffen. Jetzt ist er 3 Kilometer weg, weil das so buggy war. Hä, wo ist er? Och nee, jetzt haben wir die Fährte verloren. Kann doch nicht sein.
Nur weil das so scheiße war, ey. Och, Mann. Das nervt mich jetzt wieder total, ne? Hunger haben wir auch. Ah, da hinten ist noch eins. Dann nehmen wir das da. Ah, da rennt er, glaube ich, da unten. Ist er das? Vorsichtig. Ja, das könnte er sein. Treffer. Ist auf jeden Fall am Bluten. Das könnte er gut sein. Bleib stehen, du Wicht. Jetzt sind wir ganz nah dran. Schnell den Bogen spannen, Razimir. Schießen in den Hintern. Da kannst du mich angucken. Ich kann nichts dafür. Matilda braucht Leder. Oh, wo schieße ich den denn hin? Matilda braucht Leder. Ach, wir haben keine Ausdauer. Deswegen hat er so verzogen. Komm, schnell, 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 Razimir. Ja, guck nicht. Lau, guck lieber, wo du hinläufst. Ach, da ist noch einer. So, Ausdauer erhole ich mal bitte. Och, der in dem Moment dreht. Der Pfeil ist weg, okay. In dem Moment dreht er ab, weißt du? Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir hier wieder so scheiß Bär. Komm, auf die Achse. Da ist er gewesen. Ach, geht doch. Mein Gott, den ganzen Ärger hier, ne? Für vier Leder, ey. Nur für Alvins Trinkschlauch, weil wir da nicht wieder alles durchmachen, ey. Wie nur ein Pfeil schon wieder. Der hat doch mehrere abbekommen. Wir müssen so langsam auch mal neue Pfeile dann herstellen. Wo sind sie denn? Schon vier... Nee, Achtung, okay. Zwei, ein paar haben wir noch, okay. Passt. So, Matilda, dreckig sind wir nicht. Wir sind nur ein bisschen blutverschmiert. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht. Aber dann siehst du wenigstens, was für ein toller Jäger wir sind. Wenn das nicht Argument genug ist, uns jetzt zu heiraten, dann weiß ich es auch nicht. Ja, lauf du... hin, wo auch immer du willst, ich brauche ich nicht mehr. Ich habe mein Leder bekommen. Genau, jetzt gehen wir noch schnell Matilda, sonst vergesse ich das wieder. Ich kenne ja mein Glück. Mäh. Zieglein, Zieglein. So, Matilda. Kann ich wieder Fensterhandel mit dir machen? Nee. Du bist da hinten. Matilda, hallo. Auftrag ausgeführt, holde Dame. Hier ist das nötige Leder. Das muss viel Arbeit gewesen sein. Er ist ein wirklich guter Freund, nicht wahr? Ja, da sagst du was. Ob wir so gute Freunde sind, weiß ich noch nicht, aber die scheiß Rehe zu jagen war wieder... Ich helfe einfach gerne Menschen in Not. Na, weiß ich noch nicht so wirklich. Der Trinkschlauch gehört Alvin, einem Bauern aus der Nachbarstadt im Osten. Oh, ich kenne ihn. Er ist ein tüchtiger Junge. Hier hast du den Trinkschlauch, so gut wie neu. Richte Alvin meine Grüße aus. Ja, werde ich machen. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. Dankeschön. So, Malvina. Ich stehe nicht mehr. Romantik. Jawoll. Wie geht's dir, meine Schöne? Machen wir jetzt was Vernünftiges dabei? Ich bin nicht so laut. Ah, toll. Wieder so dumme Spur. Machen wir mal die 3. Ah, jetzt haben wir auch 100. Okay. Wie geht's dir, meine Schöne? Und eins ist jetzt, so eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Und das macht mir Angst. Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als noch einen Atemzug mehr ohne dich als meine Frau zu tun. Hast du gehört, Malvina? Herzlichen Glückwunsch, du hast bewiesen, dass du ein Königin würdig bist. Okay. Ich erlaube dir nun, mich zu... Ist sie insgeheim eine Prinzessin, eine verschollene Prinzessin? Und wir sind jetzt König geworden? Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Was passiert jetzt? Das ist aber ganz neu. Dicke Hochzeitsfete. Wen haben wir denn alles eingeladen? Wir kennen doch gar keinen. Wir haben nur zwei Dorfbewohner. Oh, da wurde aber richtig, ach, okay, wir haben geheiratet und stehen wieder hier. Ja. Ich dachte, wir würden jetzt zumindest in unserem Dörfchen stehen. Dicke Fete gemacht und dann stehst du hier so, als ob nichts gewesen wäre. Matilda sagt schon. Malvina, warte doch. Wir können zusammen gehen. So ein bisschen Händchen halten. Ja, das dauert zu lange, ehrlich gesagt. Malvina, können wir mit dir reden? Ja, sonst kannst du ein Pferd essen. Oder sogar zwei. Keine Pferde auf der Speisekarte, aber ich habe etwas Besseres. Deshalb habe ich dich geheiratet.
Was haben wir denn jetzt bekommen? Habe ich gar nicht gesehen. Ach stimmt, hier habe ich ja schon total vergessen. Die gab uns ja Essen und sowas. Ja, ich sehe dich. Bis später. Was haben wir? Ein Eintopf. Wie nett von ihr, aber den brauchen wir halt jetzt nicht. Ne? Obwohl, wie lang ist denn der Tag noch? Ja. Komm, wir essen, liebes. Liebe, boah, vorsichtshalber, das wollte ich sagen, so rum. Wir essen vorsichtshalber. Wir haben ja schon so einen liebevoll gekochten Eintopf bekommen. Von unserer Holden. Danke, meine Liebe. So, ich renne schon mal vor, ne? Ich beziehe schon mal schnell das Bettchen. Die Hochzeitsnacht scheint ja noch anzustehen. Da, nachdem wir so wild gefeiert haben und direkt wieder im Dörfchen waren. Wie sind das jetzt? Meinst du, ich komme auf in Denika waren? So rum. Noch schnell die Decke beziehen. Und die anderen beiden wegschicken. Die sollen arbeiten gehen oder so. Dann sind wir ganz ungestört. Ein bisschen mehr in die Richtung. Ja, die Ausdauer mal wieder. So, also lass mich kurz. Schlauch ist repariert. Wir haben mal Wiener geheiratet. Genau, wir wollten Bretter. Bretter müssen mal. Wir müssen mehr in die Richtung. Bretter braucht das Land. So, muss irgendwo hier vorne sein. Ja, wie viele brauchen wir denn? Ist jetzt die Frage, ne? Na komm, wir ziehen die Stämme einfach mal durch, die wir dabei haben. Ein bisschen mehr noch in die Richtung. Ja, wo ist es denn? Ich sehe noch gar nicht. Ah, da hinten, da. Jetzt wären sie sichtbar. Wo ist eigentlich das Bison oder Wiesent, wie es hier hieß, hin? Habe ich am letzten Mal auch nicht mehr gesehen, ne? Als wir hier den Baum noch geerntet haben, wollte ich sagen, abgearbeitet haben. Wir sind hier alle verjagt. So, mein Guter, ich musste mal hier dran. Arbeitsplatz frei machen, danke. Bretter. Wie lange baut? Wie lange brauchst du denn für einen? 4 Sekunden. Ja, okay, aber da müssen wir jetzt leider gerade ein bisschen durch. Wir brauchen ein paar Bretter. Ich habe gar nicht jetzt mehr im Kopf, wie viele Bretter eine Fiole braucht. Blöd. Aber wir machen die jetzt einfach mal eben durch. Und dann gehen wir. Was brauchen wir denn? Ah ja, Eimer mit Wasser. Dafür brauchen wir auch Bretter, ne? Müssen noch Eimer herstellen. Ja, mach mal Hälfte, Hälfte, würde ich sagen, oder? Naja, wir müssen einfach nochmal gucken. Ich weiß es jetzt gerade nicht, was die Sachen brauchen. So, noch eins, dann haben wir ja eh durch. Zap. Hast du eigentlich. Ach, guck mal, das Lager hier von ihm ist auch voll, ne? Komplett voll hier alles. Hätten wir gar keine Stämme mitnehmen müssen, ne? Wie sieht es eigentlich hier aus? Ganz normal, würde ich sagen. Was ist denn mit dir los? Streiken wir hier oder was? Hallo? Gehst du mal jagen? Oder hast du wieder keine Messer? Mal eben schnell gucken. Wo war es denn jetzt? Ne, N. Genau, N. Gebäude. Jagd. Na, Jagd. Jagdhütte. So, auch hat aber Werkzeug hier. Faule Sau, du, Dagmara. Man kann nie mehr als genug Essen haben. Vor allem jetzt, wo der Herbst kommt, es wird kühler. Der Winter kommt bald. Der steht quasi schon vor der Tür. Da brauchen wir richtig Nahrungsmittelvorräte. Muss ich ja erst noch zeigen, wie er geht, oder was? Nee, immer dieses faule Pack, ne? So, was haben wir gesagt? Genau, wir wollten gucken, was die Fiole braucht. Werkstatt war da. So, ein Brett nur, ja komm. Dann machen wir mal 10 Stück. Dann können wir noch 10 mal Eimer herstellen. Dann passt das ja eigentlich. Oh, das dauert wieder, ne? Ja komm, ich werde das hier mal schneiden, das Video an der Stelle. Und dann sehen wir uns wieder, wenn alles hergestellt ist.
Sodele, da bin ich wieder. Ja, ich, Idiot, hätte auch mal vorher richtig gucken sollen. Hab mich jetzt ein bisschen vertan. Wir konnten nur noch 5 Eimer herstellen. Aber man bekommt jetzt 10 Fiolen pro Brett. Das heißt, wir haben jetzt 100 Stück und nur 5 Eimer. Ja, ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Aber okay. Dann haben wir halt mehr als genug Fiolen auf Lager, um noch ein bisschen herstellen zu können. Ist ja nicht so schlimm, ne? Dann werde ich da im Offscreen nochmal ein bisschen Eimer herstellen und das Gift dann komplett durchziehen. Moment, jetzt müssen wir erst, wo haben wir das denn? 5. Kurz die Eimerchen noch füllen. Das geht ja zügig, das dauert nicht so lang wie die anderen Sachen. Sind ja auch nur 5, weil ich mich ja ein bisschen vertan habe. Aber egal. Ne? Dafür spielt man ja sowas, um ein bisschen Spaß zu haben, das gehört dazu. So ist das halt. So. Alle 5 Eimer gefüllt. Dann gehen wir nochmal in die gute Kräuterstube. Zapp rein da. Und wo war das denn hier? Andere Tränke, ne? Ja, Gift. Ach, nee, guck mal, hat sogar so gereicht. Ach, sehr cool. Wir haben 50 Wasser. Ja, cool. Wir können 50 Gift herstellen. Ja, geil. Da würde ich nicht meinen Finger reinhalten wollen in den Kessel. Der sieht nicht so lecker aus. Zeig nochmal. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Vor allem jetzt, wo wir gerade Gift herstellen. Würde ich die Finger von lassen. So, aber wisst ihr was? Wir hören jetzt nach den 5 Gift hier auf. Wir wollen ja noch die Giftpfeile herstellen. Wo war das denn jetzt? Eins zurück. Da. Was können wir denn jetzt? 30 vergiftete... Okay, schön, dass du die da im Topf herstellst. Die Animation hätten sie dann noch ein bisschen ändern müssen, aber egal. Sei es drum. Dann haben wir jetzt 30 vergiftete Steinpfeile. Ja, sehr geil. Wo sind sie denn? Hallo? Ja. Steinpfeil. Ah, da, vergifteter. Die rüsten wir natürlich jetzt aus. Ach, da war noch Technologie. Was haben wir denn da? Einfaches Haus oder was haben wir jetzt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Einfaches... Nee, das haben wir ja vorher schon gehabt. Sonst hätten wir ja nichts bauen können. Oder? Oder ist das schon das... Warte mal, mal kurz gucken. Einfaches Haus, Haus. Nee, das ist schon... Ah, das ist das nächste Haus. Okay. Nächste Hausstufe freigeschaltet. Fischerhütte, das dauert ja noch. Aber scheinen hier krass gelevelt zu haben. Wieso haben wir denn jetzt auf einmal schon 500 Punkte? Okay. Bei Brunnen fehlen immer noch 0,3 Punkte. Die Schmiede können wir bauen. Die Schmiede, wo macht man denn sowas alles hin? Wo ist denn eigentlich Brunnen, Hühnerstall? Ne, hier glaube ich, ne? Nee. Hä? Warte mal, Werkstatt, Küche, Schmiede, Näherei, Werkstatt, Schmiede, Küche, Schenke. Ah, okay, wir können die Küche noch einmal ausbauen, dann kommt später erst die Schenke. Weil, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, ich habe ja mal im Video gesagt, ich würde gerne die Felder und sowas um die Schenke rum machen dann, ne? Das heißt, dann werden wir später nochmal alles umändern müssen. Weil die Schenke echt das letzte Gebäude ist. Ah, das ist doof. Das ist echt doof. Gut, aber dann haben wir wenigstens zum Ende hin noch ein großes Bauprojekt dann. Immerhin etwas. So, Gift haben wir gemacht. Ich würde sagen, lasst uns mal einen Schweiner ausprobieren gehen, ne? Was? Ich speichere hier jetzt einfach mal. Speichern, ja. Zap. Und dann gehen wir mal ein Schweinchen ausprobieren, jetzt mit den Giftpfeilen. Ah, volles Leben haben wir zwar. Egal. Schieß drauf. Scheißegal. Wir haben ja gespeichert. Wir probieren jetzt mal unser Glück. Die... Na, die müssten ja hier so gewesen sein, ne? Da irgendwo. Wir laufen einfach mal in die Richtung eben. Lassen mal die Ausdauer schon regenerieren. Weil ich meine, hier müssten die gewesen sein. Irgendwo. Put, put, put. Muss ich ein paar Trüffelchen rausholen. Damit ihr kommt, seid ihr Trüffelschweine.
Oder Pilze, ne? Pilze hätten wir mitnehmen können. So, eins. Oh, oh, lass mich in Ruhe. Ich hab dich nicht hier. Was ist das denn? Ach, da! Oder? Doch, ja. Oh, es geht. Hilfe! 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 Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hilfe! Baum, helf mir! Slalomlaufen hilft immer. Ah, ist weg, okay. So, neuer Versuch, würde ich sagen, ne? Hat keiner gesehen. Ich habe das mal echt nicht gesehen da eben, ne? Schweinerei, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, da. War schon wieder fast in die Arme gelaufen. Aber der braucht natürlich auch so lange, ne? Wegen dem Ziel, ne? Das wird... Puh, da bin ich jetzt mal gespannt. Musst du jetzt weglaufen? Na, und bleib da stehen, okay. Ich möchte aber so, dass ich dir auch einen Kopftreffer geben kann, damit du mehr Schaden ziehst. So, ich glaube, das ist ganz gut. Wir gehen noch ein bisschen zurück. Ein bisschen Abstand gewinnen. Nein, dreht er sich weg. Wir treffen gar nicht, ne? Doch, jetzt haben wir getroffen. Oh, es geht, es geht, es geht. Oh, Hilfe. Hat sie mir schnell... Oh, der hat uns den Pfeil aus dem... Arm gehauen. Hilfe, ich hab Angst. Ich hab Angst. Aua. Oh, das ist... Okay, wir sind tot. Ey, das ging aber voll vorne und hinten nicht auf. Aber wieso? Vor allem... Ah, nee, egal. Wisst ihr was? Wir haben 28 Minuten um. Ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao.